Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn zusammen mit Drake. Hi. Und wir sind jetzt sozusagen zurück am Ort des Geschehens, wo damals mit Hannah und Beth die Tragödie passiert ist. Und wir haben auch schon gesehen, wir werden im Prinzip verfolgt. Und wir haben jetzt herausgefunden, wenn man auf R1 drückt, dann kommt man in dieses Menü. Und da sehen wir halt gerade, wir sind logischerweise im Moment Sam. Unser aktuelles Ziel steht da und ihre Eigenschaften und Beziehungsstatus zu den einzelnen Personen. Und wir haben eben schon gesagt, dadurch, dass das hier so aufgeführt ist, ist das nicht ganz unwichtig. Und als wir auch Sam im Prinzip die Einblendung für sie bekommen haben, da wurden ja auch so, ich sag mal, die stärksten Charaktereigenschaften ja auch aufgelistet. Und ja, ich würde sagen, wir probieren es mal unser Glück. Ja, laufen wir mal weiter. Ja, das habe ich eben schon. Sieht nicht gerade einladend aus. Nee. Ich muss mal kurz mein Headset etwas lauter machen, sonst scheint mir das Spiel so leise und alles. So. Nee, nee, das da mit der Krähe, das ist ja überhaupt nicht. Gar nicht. Naja. Genau, schimmernde Objekte haben wir ja auch schon kennengelernt. Das ging jetzt etwas schnell weg. Ja. Ich glaube, ich hätte auch zwei gedrückt halten müssen. Ich glaube, das Tor ist verschlossen gewesen oder sowas, war da drauf gestanden. Ja, irgendwie, ich glaube, mit Closed oder so. Naja. Aber ist nett gemacht, das hier. Okay. Ich will noch mal kurz gucken. Einstellungen, Audio. Doch, sollte eigentlich passen. Manchmal, da habe ich, wie gesagt, wirklich so das Gefühl, es ist irgendwie leise, aber ich glaube, das drückt jetzt, weil der erste Part war eigentlich in Ordnung. Okay. Oh. Ah ja. Schnell, sicher. Sicher. Hätte ich auch gesagt. Irgendwann werde ich so ein Quicktime-Event noch mal versauen. Naja. Wird hoffentlich dann nichts Dramatisches passieren. Ich denke schon. Ja, mal abwarten. Oh je. Ich habe übrigens gelesen, einen Wikipedia-Eintrag. Angeblich ist es wohl möglich, alle 8 Charaktere zu retten. Ob man das natürlich schafft. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Ach du Scheiße. Okay, das. Ah, genau, hier werden wir es sogar. Kriegen wir es gesagt mit R1, was Ah, wir eben schon herausgefunden haben. Okay. Also ich würde natürlich gerne alle retten, aber ich glaube, wie gesagt, im Eifer des Gefechts, dass man da die eine oder andere Entscheidung trifft, die man so eigentlich nicht möchte. Oder zumindest nicht denkt, dass es solche Folgen hat. stimmt. Kann man ja vorher nicht unbedingt wissen. Nee. Ach du Shit. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen.
Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Oh super, Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr, rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Man muss dazu sagen, es baut alles hier auf diesen Schmetterlings-Eff. Oh nein. Genau. Ich denke, das letzte Mal haben wir das Schwarze gefunden und vielleicht ist jetzt eine andere Farbe. Hoffen wir mal. Ja. Toten, genau. Ja, gucken wir doch mal. Was soll man das denn sagen? Ich weiß es nicht. Ah, die Zukunft ist ungewiss. Ob die Prophezeiung wahr wird, hängt von deinen Entscheidungen ab. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Farbe der Schmetterling hatte. Also auf dem Toten sah er schwarz. Ah, gelb. Gelb. Was war gelb? Eine Vision der Führung für eine zukünftige Entscheidung. Steht ja erklärt dort, genau. Ich denke, am Ende hat man dann so einen ganzen Film. Oder mehrere. Für jeden Totem einen Film. Das ist aber irgendwie ein und dasselbe. Und worden Wahnsinn. Ich denke, der wird einfach immer länger. Jetzt. Ja. Was ist das? Ja, also für jeden Bereich einen Film, schätze ich mal. Und der wird halt dann immer länger, umso mehr Totems du findest. Ja, ich werde garantiert nicht alle finden. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht so ganz, was die Szene da gleich wirklich bewirken wird. Mhm. Mit dem Vogel und dann mit, ich glaube, ist das Josh? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Sieht das schon sehr einladend aus. Oh ja. Chris? Bist du hier? Moment, da will ich noch nicht rein. Ist hier vielleicht noch was? Na guck mal, da ist sogar noch was. Mhm. Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn hier? Ich tendiere ja eigentlich eher zur Tasche schließen. Ich auch. Ich wühle lieber nicht in den Sachen von Chris. Chris? Sam, hey, du bist hier. Also, ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Ich hätte doch die Tür nehmen sollen. Ja, vielleicht kannst du jetzt aber immer noch rein. Ich weiß nicht. Ah, ich probier's mal grad. Vielleicht wäre sie irgendwie abgeschlossen gewesen oder ich weiß nicht. Aber da ist noch ein Tor, glaube ich, wo er jetzt eh reingeht. Das sah zumindest so aus. Na, ich glaube, da wären wir sowieso nicht reingekommen. Das ist abgeschlossen, ja. Aber wie man eben gesehen hat, der Schmetterlingseffekt, das war die erste Entscheidung, die jetzt das alles von Grund auf beeinflusst hat. Ich meine, wer weiß, was wir gefunden hätten. Ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Also irgendwie wirken die Dialoge auf mich noch relativ leise. Mach sie vielleicht nochmal lauter. Ich mach's jetzt nochmal. So. Okay.
man weiß es halt nicht. Es könnte ja auch sein, dass man nichts gefunden hätte und er hätte einen nur erwischt. Ja, und dann wäre er etwas sauer auf uns gewesen. Mhm. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Das war so klar. Oben links. Ich würde sagen, das ist jetzt, ja. Oh, ich bin gut. Nicht wirklich. Ich meine, es ist nicht wirklich schwer. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feind. Na, das glaube ich nicht, Kleiner. Ich glaube, das wird eher, wenn das irgendwie noch unter Zeitdruck... Ach, das ist unter Zeitdruck. Ja, ist es ja, genau. Eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh nein. Darfst du dich bestimmt wieder entscheiden. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Ah, jetzt spiele ich ihn. Oh, wenn ich das Eichelhörnchen erschossen hätte, ne? Ja. Nicht schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Wir müssen einfach laufen und aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Milgram. Er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Ja. Oh Mann, sieh doch mal. Krass. Suchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Wer hat das wohl geglaubt? Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Okay, ich denke, jeder kann sich das immer selbst durchlesen. Mhm. Bevor ich das jetzt immer vorlese, ich denke mal, wir werden noch mehr von diesen Dingern finden. Sammel Hinweise, um die Geheimnisfantasien zu lüften und deine Überlebenschancen zu erhöhen. Irgendwie ein bisschen creepy. Ja. Oh Gott, das ist zu nah. Was soll ich denn tun mit ihm? Gute Ach so. Frage. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz, warum das jetzt so auf sein... so nah auf sein Gesicht gezoomt wurde. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Na, jetzt steuere ich ihn wieder. Also noch ist ja nichts passiert, aber ich glaube, das... Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl wahr. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Wann kommt das Buch raus? Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese von Blackwood Forest. Ach, lass das.
Ich habe jetzt gerade gedacht, nicht, dass die Bahn gleich kommt und ich kann mich hier nicht mehr umsehen. Mhm. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ich habe vorhin auch gedacht, mit der Waffe. Wo er die auf dich gezielt hat, ne? So leicht, wo er sich umgedreht hat, dass jetzt vielleicht ein Unfall passiert. Na. Und da dich umnietet. Kommt ja kein, irgendwie. Ich dachte, da sieht man jetzt schon irgendwie dann so ein Typ, der uns bis hierhin verfolgt hat, aber scheinbar nicht. Ich glaube, dann war es das hier. Obwohl, warte. Ne, ich dachte, ich kann diesen Zettel da angucken, aber dem ist nicht so. Endlich, kommst du? Ja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber okay. Achso, jetzt hätte ich mich auch nochmal umsehen können. Naja, gut. Ja, passt. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem der Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Respektlos, das ist ja schon mal super. Mhm. Habe ich mir auch gedacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Okay, jetzt kriegen wir alle so nach und nach vorgestellt. Mhm. Scheint nichts zu sein. Ja. Hey. Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht Chris. Hey, ich hab viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Boop. Hey! Ja, ja, ja. Was ist denn das? Chris! Meine Güte! Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris! Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Äh...
Ja. Ich glaube, ich bin mit Mike zusammen. Ich glaube auch. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Okay, okay. Gehen wir erst endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier auf, sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam? Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Oh, großartig. Oh, das liegt dann aber auch, das alles zu merken, ne? Ja, das ist dann auch nochmal sehr schwer. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Okay, das ist ihr neuer, okay. Großartig. Weißt du? Ja. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir hier einen Cut und wir beschäftigen uns mit den beiden das nächste Mal. Oh. Also, bis dann. Bis dann.